Hallo Leute und willkommen auf Football Therapist. Heute werde ich Xavis Barça anhand von Spielsequenzen analysieren. Zunächst werde ich die drei Wege vorstellen, auf denen die Katalanen 1 gegen 1 Situationen auf dem Flügel schaffen, die gerade seit der Ankunft von Adama Traoré sehr benutzt sind, obwohl man auch Ousmane Dembélé in dieser Rolle gesehen hat, ebenso wie Ferran Torres in einem geringeren Ausmaß. Dann würde ich auf das Gegenpressing eingehen, ebenso wie auf ein Passmuster, das seit der Ankunft von Xavi sehr erkennbar ist, bevor ich dann mit seiner Beteiligung am Transfermarkt und sein Management abschließe. Ich möchte eben jedoch ohne weitere Umschweife mit einer taktischen Anpassung von Xavi beginnen, die diese 1 gegen 1 Situationen begünstigt. Die Positionierung der Außenverteidiger nach innen. Diese taktische Anpassung wird vor allem von Dani Alves verkörpert, denn da er heutzutage nicht mehr so gut in der Lage ist, überlappende Läufe zu machen und dann zurückzukommen, um mögliche Gegenangriffe zu vereiteln, ist es besser, ihn nicht zu weit nach vorne kommen zu lassen. Wenn er, wie auf dem Bild, im Zentrum positioniert ist, können die Blaugranas von seinen wunderbaren Bissen in den Rücken der gegnerischen Verteidigung profitieren, ebenso wie von seiner Fähigkeit, im Zentrum verlorene Bälle zurückzuerobern. Die Positionierung im Zentrum schafft jedoch auch mehr Platz auf der betreffenden Seite und damit mehr Zeit für den Flügelspieler, der sich dort befindet. Indem er tief und innen bleibt, fixiert Dani Alves hier Joao Felix, um Adama Traoré frei von jeglicher Markierung zu lassen. Obwohl Traoré auch sehr gut positioniert ist, um die Abwehr von Atletico Madrid weit auseinanderzuziehen, wird er auch von Pedri geholfen, der eben Mario Hermoso fixiert. Da Adama frei steht, kann er einen langen Ball annehmen. Es kommt. Jetzt, genau. Dani Alves wird tief im Zentrum bleiben, um Joao Felix zögern zu lassen, ob er Hermoso unterstützen soll oder nicht. Und Pedri wird die gleiche Idee haben. Er könnte einen tiefen Lauf in den Albraum machen, aber er vertraut auf Adamas 1 gegen 1 Qualität, also wird er ihm noch mehr Raum verschaffen, indem er einen leicht nach hinten gerichteten Lauf macht, um Thomas Lemar sowie Joao Felix mit sich zu ziehen. All das wird es Adama also leichter machen, Mario Hermoso auszudribbeln und ohne Probleme zu flanken. Ich lasse euch das einfach genießen. Jawohl. Dann kommen wir zur zweiten Option, die Barcelona anwendet, um einen dribbelnden Flügelspieler zu finden, der frei von jeglicher Markierung ist, vorne eine Überzahl zu schaffen. Im Spiel gegen den Athletic Club konnte man sehen, dass der baskische Rechtsaußen die Angewohnheit hatte, seine Verteidigungslinie zu verlassen und auf seiner Seite hochzupressen, wenn Barcelona sich dort befand, so dass die Blaugranas mehrmals diesen kurzen Moment ausnutzen konnten, in dem nur noch drei Verteidiger dahinter standen, die auf der anderen Seite viel Platz ließen. Doch Barcelona konnte das Spiel nicht nur schnell umdrehen, da die Mannschaft von Xavi diese Situation durch ihre Positionierung, in diesem Fall vor allem durch Gavi, noch mehr ausnutzen konnte. Man sah nämlich, wie sich der Mittelfeldspieler in diesen Situationen mit der Sturmreihe verband, um den Linksaußen zu beschäftigen und so eine Überzahl von vier Katalanen gegen drei Basken und dazu noch Raum für Adama zu schaffen. Auch Dani Alves wird in dieser Sequenz nach seinem Lauf im Zentrum stehen, um den linken baskischen Mittelfeldspieler zu fixieren. Noch mehr zu schätzen als die Antizipation des Brasilianers ist aber der lange Pass von Pedri auf Adama, der eben relativ tief sein wird, damit der Flügelspieler den Ball so schnell wie möglich bekommen kann. Das kommt gleich. Jetzt, genau. Und der Pass von Pedri wie ein Schuss im Feld.
Das dritte und letzte Mittel, das Barcelona einsetzt, um diese 1 gegen 1 auf dem Flügel zu erleichtern, besteht darin, nach einer Spielerüberladung einer Seite das Spiel auf die andere Seite zu verlagern, wo der Flügelspieler völlig allein ist. Ich wollte hier nicht die ganze Sequenz zeigen, weil das zu lange gedauert hätte, aber ich möchte trotzdem erwähnen, dass diese Situation nicht nach einem Einwurf oder einer Ecke entstand. Es zeigt, dass die Blaugranas wirklich Vertrauen in ihre Fähigkeit haben, in kleinen Räumen zu spielen, dass sie wirklich auf den richtigen Moment gewartet haben, um Adama anzuspielen. Und natürlich ist auch Dani Alves wieder im Zentrum zu finden. So, jetzt kommt der lange Ball, lange Pass, genau. Diese Überladung, diese Anhäufung von Spielen auf einer Seite ist auch ein Vorteil bei Ballverlust, denn wie wir in der nächsten Sequenz sehen werden, können die Katalanen ihre gegnerischen Spieler so auch sehr schnell gegen pressen können. Hier sieht man, dass die Spieler eine Art Rondo zu fünf bilden, mit nur zwei Gegenspieler im Inneren, so dass es auf jeden Fall kein Problem wäre, den Ball in dieser Zone zu erobern. Aber es ist nicht hier, wo der Ballverlust stattfinden wird, sondern viel weiter vorne. Trotzdem wird Barcelona es wagen, gegen zu pressen, da die seit der Ankunft von Xavi zu einem Reflex geworden ist. Ich lasse euch also diese kurze Spielsequenz in diesem engen Raum ansehen. Kommst nicht? Ja, jetzt. Jetzt kommt's gleich, genau. Sobald der Ball verloren wird, sieht man, wie Barcelona reflexartig auf die gegnerischen Spieler, die den Ball bekommen könnten, und auf den Ballträger losgeht. Nico González und die De Jongs, also Luke und Frankie, sprinten sofort nach dem Ballverlust los. Und dank der Ansammlung von Spielern, die wir zuvor gesehen haben, können sie ihre Gegenspieler sehr schnell zur Seite drängen, ohne dass diese Zeit haben zu reagieren und sich Raum schaffen können. So. Jetzt geht die Sequenz weiter. Mit der Rückkehr von Sergiño Dest in die Defensive waren es also sechs Katalanen, die gegnerischen Spieler in diesem kleinen Raum einschlossen, in dem sie sich dann wieder trauten, miteinander zu kombinieren, bevor Pedri den Pass auf die andere Seite zu Dembele spielte. Memphis Depays Position war ebenfalls wichtig, denn wenn er zu seinen Mitspielern gekommen wäre, hätten die gegnerischen Verteidiger die Blaugranas in diesen kleinen Raum drängen können, was die Passkombinationen, die wir nun genießen können, sonst erschwert können hätte. Genau, jetzt kommt's, Pedri. So. Auch wenn ihr vielleicht schon vom Konzept des Spieles über den dritten Mann gehört habt, muss ich es erklären, um sicherzustellen, dass ihr das Konzept des Spieles über den vierten versteht, seine weiterentwickelte Version, die Xavi bei Barca implementiert hat und in einem Video von The Coach's Voice erklärt, das ihr in der Beschreibung finden könnt. Das Konzept des dritten Mannes ist sehr einfach. Wenn ein Pass zu einem bestimmten Spieler nicht möglich ist, muss sich ein anderer Spieler als Zwischenanspielstation zur Verfügung stellen. Hier kann beispielsweise Garcia den Ball nicht direkt zu Sergio Busquets spielen. Allerdings könnte kein gegnerischer Spieler einen Pass von Aubameyang auf Busquets verhindern. Der Gabuner wird daher den Ball anfordern, weil er sieht, dass Busquets frei ist. Der erste Spieler ist also Eric Garcia, der zweite Aubameyang und der dritte Mann, der gesuchte Spieler, ist hier Sergio Busquets. Dieses Passmuster kann jedoch durch einen vierten Mann ergänzt werden, sofern es flüssig ist. Mehr als einer Ballkontakt könnte dieses Passmuster gefährden, da der vierte Mann eigentlich in die Tiefe hinter die gegnerische Abwehrlinie geht und dementsprechend auch oft den Raum nutzt, denn die Innenverteidiger, die hier auch Aubameyang folgen werde,
hinterlassen haben werden. Wenn das Passmuster zu langsam umgesetzt werden, haben die Innenverteidiger nämlich genug Zeit, um sich wieder zu positionieren. Gleich würdet ihr den Lauf von Frenkie de Jong also sehen können, der in diesem Bereich sehr gut ist und der in die Tiefe gehen wird, sobald er sieht, dass Eric Garcia den Pass zu Aubameyang spielt. Jetzt kommt's. Ich habe auch eine zweite Sequenz gewählt, um dieses Passmuster zu illustrieren, an dem so viel gearbeitet wurde, dass er nun automatisch abläuft. Denn auch hier hat der vierte Mann, in diesem Fall Ferran Torres, seinen Lauf in die Tiefe begonnen, bevor Aubameyang den Ball bekommt. Hier ist es schon einige Sekunden und Meter her, dass er seinen Lauf gestartet hat. Aber wenn Xavi Barcelona auf dem Platz so verändern konnte, ist es auch durch seine außerhalb des Spielfeldes geleistete Arbeit. Und hier denke ich vor allem an seinen Einsatz, um während der Winterpause die vier Spieler zu holen, die ihr auf dem Bildschirm sehen könnt. Adama Traoré, Ferran Torres, Dani Alves und Aubameyang. Alle vier haben ein bestimmtes Profil, das Barça brauchte, um sein Spiel zu diversifizieren und zu verbessern. Wie wir gesehen haben, ist Adama eine echte Bedrohung im 1 gegen 1 auf dem Flügel, weil er oft eine Flanke schlägt, die Aubameyang selbst schon mehrfach direkt ins Tor geschossen hat. Natürlich hatte Barça mit Ousmane Dembélé und Luke de Jong bereits Spieler, die das Gleiche können, aber Dembélé ist nicht so zuverlässig wie Adama. Vor allem, weil er oft verletzt ist und nicht so viel laufen kann wie der spanische Nationalspieler. Während Luc de Jong nicht die Fähigkeit von Aubameyang hat, ein ganzes Spiel lang gegnerische Spieler zu pressen und gegenzupressen oder seine Fähigkeit in kleine Räume zu spielen oder in die Tiefe zu gehen. In den Spielen gegen Neapel und den Athletic Club konnte man sogar sehen, wie Barcelona von ihrem eigenen Strafraum aus Konter einleitete. Etwas, das man mit ihnen schon lange nicht mehr gesehen hatte. Und wenn es um Schnelligkeit, um Tiefe geht, denkt man in erster Linie an Adama Traoré und Aubameyang. Aber obwohl Ferran Torres nicht so schnell wie die beiden ist, ist er, wie man in der letzten Sequenz sehen konnte, sicher der beste der drei darin, hinter der gegnerischen Abwehrlinie den Ball zu bekommen. Denn auch wenn er nicht die Qualität von Adama im 1 gegen 1 hat, ermöglicht ihm seine gute Spielintelligenz, seine Läufe im richtigen Moment zu starten. Er ist nämlich im langen Spiel also eine bessere Waffe als Aubameyang, deswegen hat Xavi in der Regel keine Schwierigkeiten, seine Mannschaft in die gegnerische Hälfte zu bringen, wo sie, selbst wenn sie den Ball verlieren, durch ihr gutes Pressing und Gegenpressing immer noch gefährlich sind, weshalb die Blaugranas mehr Risiken eingehen als unter Koeman. Zu diesem Zweck reagiert auch die Abwehrreihe sehr gut auf diese Umschaltmomente, indem sie die richtige Höhe einnimmt. Obwohl ich im ersten Kapitel bereits ausreichend über Dani Alves gesprochen habe, möchte ich noch hinzufügen, dass Xavi ihn sicherlich auch wegen seiner Siegermentalität und der guten Atmosphäre, die er in die Kabine bringen kann, in den Verein geholt hat. Er symbolisiert also in gewisser Weise Xavis Management, dass man mit den Worten Anspruch, aber auch Vertrauen in seinen eigenen Fähigkeiten und Spaß zusammenfassen kann. Die Forderungen des Katalanen wurden insbesondere vom ersten Tag an durch die Einführung von 10 Regeln verkörpert, hauptsächlich Verbote und damit für mögliche Geldstrafen und Sanktionen, die ihr in der Beschreibung finden könnt. Als Gegengewicht zu diesen Maßnahmen, die viele stören können, zaubert Xavi seinen Spieler durch seine Trainingseinheiten jedoch ein Lächeln ins Gesicht.
Als Aufwärmen beginnen diese nämlich oft mit einem sogenannten sozial-emotionalen Spiel, das gute Laune verbreitet. Dies erlaubt unter anderem, die Spieler zu entspannen und ihnen den Druck zu nehmen, den sie sich selbst machen könnten, da das Training für sie natürlich die Gelegenheit ist, den Trainer von ihren Qualitäten zu überzeugen. Ich denke hier insbesondere an die Jugendspieler der Reservemannschaft, die zu einem Probetraining mit der ersten Mannschaft eingeladen werden könnten, was ziemlich einschüchternd sein kann. Aber es geht nicht nur darum, das Vertrauen der Spieler zu stärken, sondern auch sie einander näher zu bringen. Profifußballer sind in den meisten Fällen nur Arbeitskollegen untereinander und verbringen daher nicht unbedingt auch im Privatleben gemeinsame Zeit miteinander. Wenn sie sich durch diese Spiele näher kommen, werden die Spieler stärker an die Gruppe gebunden sein und sich auf dem Platz mehr für die Mannschaft und den Verein anstrengen wollen. Und nicht zuletzt werden sie sich auch mehr darauf freuen, jeden Tag zur Trainingseinheit zu kommen, denn sie wissen, sie werden Spaß dabei haben, ihre Mannschaftskameraden dort zu treffen. Xavis Trainingseinheiten in Barcelona bestehen dann aus Rondos, Situations- und Progressionsspielen sowie Übungen, durch die die verschiedenen Prinzipien und Konzepte des Positionsspiels automatisiert werden. Laut Xavi konnten einige Spieler in seiner Anfangszeit diese Prinzipien und Konzepte sogar nur schwer verstehen. Deswegen sind die aktuellen Spiele von Barcelona noch mehr zu genießen, denn diese Entwicklung sind echte Früchte dieser Arbeit. Darum ist es kein Zufall, dass sie seit Xavis Ankunft vom 9. auf den 2. Platz in La Liga aufgestiegen sind. Wenn du Taktikanalysen, Positionsspiel oder einfach nur den FC Barcelona magst, dann lade ich dich ein, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren, da ich noch weitere Videos dieser Art veröffentlichen werde. Darunter auch eines über die Arbeit hinter dem Erfolg von La Masia, die berühmte Akademie des Vereins. Und wenn dir mein Video gefallen hat, bitte ich dich, auf den blauen Daumen zu klicken und mir das in den Kommentaren mitzuteilen. Das würde mir wirklich sehr helfen. Mehr als du denkst. Ciao!